Was geht ab, Leute, hier? Am OEZ, Olympia-Einkaufszentrum. Ich treffe mich mit einem Kollegen wieder mal zum Tauschen. Habe mich gestern mit dem Kollegen Konzi getroffen. Grüße gehen raus. Er hat mir einen krassen Burger-Laden-Tipp gegeben. Werde ich auf jeden Fall demnächst mal abchecken. Soll der krasseste hier in München sein. 4,9 Sterne. Irgend so ein Amerikaner auf dem Parkplatz, der das macht. Auf jeden Fall hat er gestern mir die ganzen Alola Vulpix abgetauscht. Die hatte ich ja über, weil auf der Jagd nach dem 100er hatte ich so ungefähr 80 Quests gemacht. Davor ungefähr 20 gebrütet. Wir haben nicht ganz alle vertauscht, aber er hat die meisten genommen. Und der Kollege, den ich jetzt treffe, das ist der Anton, der hat sich gemeldet für die Perlu. Leider zu spät, da hatte ich schon die meisten weggeschmissen. So um die 20, 25 habe ich noch über, habe ich gesagt, yo, kannst du gerne haben. Also ja, gerne nehme ich. Können wir uns hier und dort treffen? Also hier. Und das ist halt schon abseits, schon nicht zentral gelegen. Und dann schreibt er mir so gerade eben, yo, ich verspäte mich ein wenig, ich bin gerade in die U-Bahn eingestiegen und so. Und ich denke mir halt, wieso treffen wir uns hier und nicht da, wo du in die U-Bahn eingestiegen bist? Weil der wohnt halt echt in der Nähe von mir. Egal wo er eingestiegen ist, ist wahrscheinlich näher und besser gelegen als hier. Und zusätzlich zu dieser Line-Story hat er auch noch auf dem Weg hierher mein Geschenk aufgemacht. Nicht, dass wir gleich tauschen und Interaktion haben. Nee, trotzdem macht er Geschenke auf. Die Leiden des jungen Hong. Da sind wir wieder, fertig getauscht, nur ein bisschen getauscht, also das waren jetzt keine 100 vollen Trades. Kollege hat 2 Kaki Perlu bekommen, beim ersten Mal entwickeln, ist nicht das geworden, was er haben wollte, und erst beim zweiten Mal. Und er hatte schon viele Versuche davor gehabt, aber jetzt hat er es endlich geschafft, unsere gute Tat für heute vollbracht. Wir haben leider keinen 100er Lucky bekommen, aber egal, mal schauen, was wir jetzt so treiben. Ansonsten habe ich keinen Plan. Morgen ist dieses Voting, wo wir abstimmen können, durch die Quest, die wir erfüllen, welcher Seed als nächstes kommt. Hust, hust, munkel, munkel, Rihorn. Ansonsten ist Sonntag Quest Day. Darauf freue ich mich auf jeden Fall. Quest Day geht ab und dann direkt den neuen, wenn ich keinen 100er bekomme, tauschen. Und da dann 100er Lucky bekommen. Also mal schauen, was jetzt so geht. Lasst euch überraschen. Ich lasse mich auch überraschen. Yo, wir sind wieder zurück. Es ist schon ein bisschen später, es ist nicht mehr viel passiert, eigentlich gar nichts, ich war da noch einkaufen. Und beim Einkaufen habe ich mich daran erinnert, ey, morgen sind X-Rates und ich habe einfach so 4 X-Rates morgen. Gut, dass ich den Tag nicht schon verplant habe und zusätzlich ist ja auch noch dieses mit dem Voten und den ganzen Quests. Das läuft von 12 bis 12, also ab 12 Uhr mittags bis 23.59 Uhr, habe ich vorhin nochmal nachgeschaut. Da könnt ihr die Quest machen. Von dem Pokémon, von dem ihr den CD haben wollt. Jede Quest, die ihr erfüllt, zählt wie eine Stimme. Und mal schauen, ob Rihorn gewinnen wird. Ja, das heißt, morgen wird ziemlich voll. Die X-Rates, dann das mit dem Voten. Dazwischen muss ich noch was erledigen. Und am Abend wollten die Kollegen einen kleinen Zockerabend machen. Da schaue ich dann auch noch direkt nach dem X-Rate dann vorbei. Nach dem letzten X-Rate. Und nicht nur mein Tag morgen wird voll. Morgen ist übrigens der 1. Februar. Passend dazu, denn der Februar wird voll. Voll! Valentinstag ist schon demnächst, nur noch 2 Wochen. Ich habe voll vergessen, dass wir uns momentan in einem Event befinden. Zu schön wäre es gewesen, wäre das der Normalzustand. Jeden Tag 3-4 Lucky Freunde, jeden Tag 10-12 Lucky Pokémon beim Tauschen. Ach, so schön, so ein schönes Event. Die Spawns an sich, die jucken mich jetzt nicht so. 100er Schneckmark habe ich mir gegönnt, habt ihr gesehen, habe ich beim Max on Monday gemaxt. 100er Pilz habe ich mir gegönnt, der wird auch irgendwann mal gemaxt. Ein paar Shinies habe ich mir gegönnt, aber nichts Besonderes. Carpador, aber davon hatte ich ja eh schon genug. Ein Wampel, sehr nice. Ein paar mehr wären nicht schlecht, die kann man gut vertauschen. Und noch irgendwas Altes, was ich schon lange habe. Und Cut! Es kamen gerade Neuigkeiten rein. Eine offizielle Ankündigung diesmal von Niantic bezüglich Februar. Erstens, rette Krypto Raikou. Nach Lavados dachten viele, kommt wahrscheinlich Lugia, aber nee. Die Raubkatzen wurden entdeckt im Code und Niantic hat jetzt bestätigt, Raikou kommt als nächstes und dann wahrscheinlich Entei oder Suicune und dann Entei oder Suicune, also die restlichen 2 und dann, ja, jeden Monat ein legendäres, bis wir keine legendären mehr haben. Nächster Durchbruch nach Lapras. Lapras war ein Flop. Ich konnte mir einen Shiny gönnen, glaube ich, aber kein 100er. Und danach kommt jetzt Fleeknoll. Ich glaube, es ist die Fledermaus. Kommt jetzt im Durchbruch, das heißt, ist eigentlich genauso selten wie Ninja Tom.
Was ganz cool ist, ein Glückstauschkandidat, wenn man schon mal seinen Spezialtausch aufgebraucht hat, nehme ich gerne mit. Nächster legendärer Raid Boss nach Heatran ist Bogeos. Für mich sieht er aus wie ein Genie, ein Djinn. Insider-Joke, falls ihr den checkt. Xenogigion Event, Valentinstags-Event, wie gesagt. Freundschaftswochenende, sehr interessant. Neue Test-Events, Pokémon Rampenlichtstunde mit Wunderbundestunde. Das habe ich noch nicht durchgelesen, ich bin gespannt. So, mehr Infos zum Xenogigions-Event. Es läuft nur 3-4 Tage, von Freitag bis Montag. Aus allen 7ern, die wir in der Zeit erhalten, schlüpfen nur Xeno-Pokémon. Wie zum Beispiel Knospi. Uninteressant. Vadribi weiblich, interessant. Bronzel uninteressant. Kaumalat interessant. Riolo interessant. Hippopotas interessant. Mantips uninteressant. Außerdem könnt ihr bei eventspezifischen Feldforschungsprojekten Pokémon aus der Sinnoh-Region begegnen. Kommt auf die Quest an. Wenn es was gibt, was sich lohnt zu jagen, werde ich sagen. Jetzt. Mit Glück könnt ihr schillerndem Riolo oder Hippopotas begegnen. What? Erstmal zwei neue Shinies. Und dann auch noch relativ gute. Die ich eh jagen muss, also es wird gebrütet in der Zeit. In den 4 Tagen wird gebrütet, so viel geht. Da es halt 7er sind, ist halt limitiert. Also 4 Tage mal 20 Geschenke, nicht aus jedem Geschenk kommt ein Ei. Also 80 wäre das höchste, was gehen würde, wenn aus jedem Geschenk ein Ei kommen würde, aber wahrscheinlich so 50 bis 60 Eier, was gar nicht so viel ist. Und da 2 neue Shinies zu brüten und 3 Hunderter, viel Glück. Valentinstags-Event läuft dann natürlich Freitag, 14. Februar, Valentinstag, bis 17. Also auch richtig kurz, komisch. Richtig kurze Events. Rosa Pokémon erscheinen häufiger in der Wildnis, alles klar. Und aus Eiern. Zudem erscheinen das Gehör-Pokémon Ordoch und das Fürsorge-Pokémon Marmolida. Zum ersten Mal in Pokémon Go, nice. Diese Pokémon sind jedoch selten und ihr braucht eine Portion Glück, um sie zu finden. Lockmodule 6 Stunden, so wie immer, jeden Valentinstag. Interessant. Er hatte doppelt so viel Fangbonbons. Oh, okay. Und Shiny Vulnaga aus dem Ei. Oder Shiny Chandelier in der Wildnis. Oh, nice. Okay. Eine Menge neuer Shinies. Schlürp Raid Day, Samstag, der 15. Februar. Und Shiny Schlürp. Boah. 4 neue Shinies. Heftig, Mann. Riolo, Hippopotas, Chandelier und Schlürp. Raid Day, freie Pässe. Shiny Schlürp. Wird sich gegönnt. Heftig. Und dann noch das Freundschaftswochenende. Freitag, 21. Februar bis Montag 24. Also 3x4 Tages-Events. Freundschaftslevel steigt schneller. Ich habe eigentlich nur noch beste Freunde. Ich habe gar nicht mehr so viele, mit denen ich aufsteigen kann. Doppelte Tauschbonbons, das ist interessant. Halbierter Sternschaft beim Tauschen, auch interessant. Ihr könnt täglich bis zu 40 Geschenke öffnen. Ja, ist okay. Ihr könnt bis zu 20 Geschenke in eurem Beutel aufbewahren. Ist nice. Okay, jetzt dieses Interessante, das neue Test-Event. Das Team hinter Pokémon Go sucht ständig nach neuen Möglichkeiten, das Spielerlebnis weiter zu verbessern. In diesem Monat dürfen wir deshalb 2 neue Events bekannt geben. Pokémon Rampenlichtstunde und Wunderbonusstunde. Die Namen klingen krass. Bei der Pokémon Rampenlichtstunde erscheint ein Überraschungs-Pokémon. Wir verraten euch nur, dass es am Dienstag, den 4. Februar von 18 bis 19 Uhr häufiger in der Wildnis erscheint. Bei der Wunderbonusstunde gibt es, ihr könnt es euch sicher denken, einen wunderbaren Bonus. Diesen geheimnisvollen Bonus könnt ihr am Dienstag, den 6. Dezember von 18 bis 19 Uhr in der App finden. Okay. Das war jedoch noch längst nicht alles. Wir haben in diesem Monat noch weitere Neuigkeiten und Überraschungen für euch im Ärmel. Wow. Die gehen wahrscheinlich vom Ende. Und zwar Pokémon Day, da kommt nämlich auch was Krasses. Wow, sehr, 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 sehr interessant. Februar wird krass. Ich bin gespannt. Vergesst nicht, C-Day ist auch noch am Start. Inklusive 22. Februar, C-Day und Hongs Geburtstag. Mal schauen, was ich da so treiben werde. Nicht schlecht, Niantic. Ich bin gespannt, ich bin gehypt auf den Februar. Schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr davon haltet. Und ich glaube, ich schneide das raus, was ich bereits habe. Ich habe nämlich noch ein bisschen über PvP geredet. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon direkt am Anfang erwähnt habe oder später, aber falls es irgendwie doch nicht passt, erwähne ich es hier nochmal. Die Münchner Community hat eine Gruppe, eine Telegram-Gruppe für München, aber jetzt, wo ich es poste, werden wahrscheinlich auch andere da joinen. Da könnt ihr einfach rein und dann die Profis sozusagen, die ein bisschen erfahrener sind, einfach nach Sachen fragen. Und ja, kein Grund sich zu schämen, einfach fragen. Wir sind auch Anfänger, also ich bin auch Anfänger, gerade erst angefangen mit PvP.
auch wenn es mich jetzt nicht so begeistert. Mal schauen, vielleicht irgendwann mehr und ja, Fragen schadet nicht. Nur so wird man besser. Auf jeden Fall, das war's von mir, Leute. Februar wird abgehen. Euch viel Spaß im Februar. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscribe, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist dieses Business.